Die Europäische Union ist in Abstimmung zum 5. Sanktionspaket gegen Russland. Bei uns ist Michael Gala. Herr Gala, kann dieses Sanktionspaket Putin stoppen, den Krieg in der Ukraine beenden? Wir gehen mit Trippelschritten in die richtige Richtung. Der Kohleimportstopp wird ihn nicht beeindrucken. Das sind 4 Milliarden im Umfang im Jahr. Beeindrucken würde ihn sicherlich, wenn wir die Ölimporte stoppen. Das ist mit Abstand der größte Posten im Rahmen der Energieimporte. Und von daher halte ich es schon für richtig, dass wir auch diesen Schritt tun. Ölimporte, das hat gestern auch Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, ja auch nochmal deutlich gemacht, sind eben auch im Gespräch. Das andere Thema ist Gas. Warum eben aber dann diese Trippelschritte, von denen Sie sprechen, und nicht einen jetzigen, sofortigen Energieimportstopp? Ja, ich denke, die Kommission orientiert sich am Meinungsstand der Mitgliedstaaten. Und da ist im Augenblick, erscheint es so, dass eben nur Kohle einstimmig zu bewerkstelligen ist. Wir im Parlament, auch meine Fraktion, wollen weitergehen. Neben Kohle, Öl, die Nuklearbrennstoffe und unsere Formulierung in der EVP-Fraktion heißt, so schnell wie möglich auch Gas. Ihr Fraktionsvorsitzender Manfred Weber hat in seiner Rede noch mal deutlich unterstrichen mit einem Satz, nie wieder. Man müsse mehr tun, um ein nie wieder letztendlich auch zu gewährleisten. Der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg im Herzen Europas. Was muss man jetzt tun? Mehr Waffenlieferungen, stärkere Hilfe? Und was konkret fordern Sie auch jetzt von den Staats- und Regierungschefs? Neben dem Stopp der Energieimporte ist in der Tat die Lieferung der Waffen das ganz Entscheidende. Wir müssen alles das, was die Ukraine jetzt braucht, auch liefern. Die Russen stellen sich neu auf. Die Ukrainer brauchen jetzt starke Abwehrwaffen, aber auch eben Panzer und Flugabwehrgerät, um dafür zu sorgen, dass das, was wir an schrecklichen Dingen gesehen haben in den besetzten Teilen der Ukraine, dass sich das nicht auf andere Teile der Ukraine erstrecken kann. Warum wird dann Deutschland in diesem Zusammenhang, vor allen Dingen auch hier aus dem europäischen Blickwinkel, eher als Bremsklops wahrgenommen, als wirklicher Sachwalter für eine kluge, für eine weitreichende und vor allen Dingen auf Frieden bauende und nachher auch Lösung für den Ukraine-Krieg letztendlich als eine eher schwache Macht? Ja, wir haben uns erst am 27. Februar für den Kurswechsel entschieden. Andere Länder waren da schneller. Und offensichtlich sind auch einige Abläufe im Bundeswirtschafts-, Verteidigungs- und auch im Kanzleramt so, dass sie eher verzögern, als dass sie beschleunigen. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und auch Charles Michel haben angekündigt, noch in dieser Woche nach Kiew zu reisen. Was erwarten Sie von der Kommission und eben vom Präsidenten des Europäischen Rates, dort noch mal deutlich zu unterstreichen? Deutlich diese Solidarität zum Ausdruck zu bringen und auch sehr konkret die nächsten Schritte anzukündigen, die Sanktionen und verstärken und auch die Waffenlieferungen verstetigen. Sagt Michael Gala, der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion. Ich sage herzlichen Dank. Bitte sehr.